Wenn du gerade anfängst, Gitarre zu lernen oder das vorhast, dann schau dir unbedingt dieses Video an, denn ich gebe dir heute meinen wichtigsten Tipp, wie du erfolgreich Gitarre lernst. Hallo, hier ist Christian Konrad. Ich bin Gitarrenlehrer seit über 15 Jahren und von daher natürlich immer wieder konfrontiert mit Leuten, die gerade anfangen, und ich kenne die Dinge, die im Kopf der Leute vorgehen, und ich kenne auch die Fehler, die gemacht werden. Und wenn es eine Sache gibt, einen Tipp, den ich Leuten immer wieder gebe, dann ist es der, den ich dir heute auch geben will. Verschwende deine Energie zum Gitarreüben nicht damit, dass du nach Abkürzungen suchst, Gitarre zu lernen. Zum Beispiel suchen viele Leute einen Trick, wie man bestimmte Akkorde einfacher greifen kann. Zum Beispiel die Barré-Akkorde bei den leicht Fortgeschrittenen. Es gibt aber keinen speziellen Trick und man braucht auch keine besondere Anleitung für Barré-Akkorde. Ich weiß das, denn ich habe es auch alleine gelernt. Ich habe mir das komplette Grundwissen auf der Gitarre ganz alleine drauf geschafft. 3-4 Jahre lang am Anfang. Und das, obwohl ich einer bin, dem alle Musiklehrer in der Schule immer gesagt haben, du hast gar kein Talent musikalisch. Aber ich habe es mir trotzdem alleine beigebracht. Manche Leute suchen nach den idealen Lern-Computerprogrammen oder Smartphone-Apps. Gibt es auch zu jedem Aspekt der Musik. Gehörbildung, Griffe lernen. Ich will das nicht schlecht reden. Das ist schön, wenn es dich motiviert, dran zu bleiben. Aber kein Mensch benötigt eine App, um Gitarre zu lernen. Dann gibt es die bunten Aufkleber, die man an verschiedene Stellen des Griffbretts klebt, um die Töne wiederzufinden. Glaub mir, das brauchst du nicht. Manche Leute sind ewig auf der Suche nach dem perfekten Instrument, das sich optimal an die Finger anschmiegt. Auch das ist relativ unwichtig. Du brauchst einfach ein Instrument, das dir Spaß macht. Deswegen vergleiche ein paar im Geschäft, wenn du dir neu eine Gitarre kaufst. Und wenn du bei einer Gitarre denkst, ja, die fühlt sich gut an, dann kannst du die kaufen. Denn in Wahrheit ist es völlig egal, welche Gitarre man nimmt. Die Gitarren, die man heutzutage kaufen kann, die sind alle zumindest so gut eingestellt, dass man damit klarkommt, dass man sich da keine Hindernisse in den Weg legt. Anders war das vielleicht noch bei den Billiggitarren vor 20, 30 Jahren, aber heutzutage kann man auf jeder Gitarre lernen und es ist auch völlig egal, ob da Nylon- oder Stahlsaiten drauf sind. Es gibt die Leute, die sagen, man kann nur auf Nylon-Saiten als Anfänger Gitarre lernen. Es gibt Leute, die sagen, Stahlsaiten sind einfacher. Das erfordert nur eine kurze Phase der Eingewöhnung, dann kommen deine Finger mit jeglichen Saiten zurecht, glaub mir. Dann werde ich immer gerne gefragt, welche Fingertrainingsgeräte, Expander und dergleichen man braucht, um die Finger optimal zu trainieren. Das kann man alles machen, braucht man aber nicht, habe ich noch nie besessen. Wenn man die Handgriffe am Instrument oft genug wiederholt und durchführt, dann reicht das. Dann ist das genug Training für die Finger, braucht man nicht. Die letzte Abkürzung, nach der man oftmals sucht, ist der perfekte Lehrer. Natürlich ist es toll, wenn du einen guten Gitarrenlehrer hast. Aber da werden mir viele Gitarrenlehrer jetzt widersprechen. Ich behaupte, man braucht nicht unbedingt einen Lehrer. Nicht nur, weil ich das auch ohne Lehrer gelernt habe. Ein Lehrer kann dir sicherlich helfen, indem er dir die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zeigt. Er kann dir Umwege ersparen. Aber er kann dir keine Abkürzungen zeigen, weil es, wie gesagt, keine Abkürzungen gibt. Und ein Lehrer kann dir nicht das Training abnehmen. Das wäre, wie wenn du zum Fitnesstrainer gehst und der Fitnesstrainer soll für dich trainieren, damit du abnimmst oder dass du fitter wirst. Geht natürlich nicht und vielleicht ist der Fitnessvergleich gar nicht so schlecht. Sicherlich stimmst du mir zu, dass man auch ohne Personal Trainer fit werden kann und anfangen kann zu joggen oder Gewichte zu stemmen. Klar ist ein Lehrer in dem Fall gut oder ein Trainer, aber man braucht es nicht unbedingt. Und genauso ist es mit der Gitarre. Ich kenne so viele Leute, die alleine erfolgreich Gitarre gelernt haben ohne Lehrer. Aber du brauchst gewisse Eigenschaften und eine gewisse Einstellung, um das im Alleingang zu schaffen. Was ist also der schnellste Weg, um Gitarre zu lernen? Du musst dir Gitarre üben zu einer Gewohnheit machen. Wie Zähne putzen, wie essen und trinken. Es muss automatisiert werden, dass du nahezu jeden Tag zur Gitarre greifst, mindestens für ein paar Minuten
und die gelernten Handgriffe trainierst. Wichtiger als das, was du übst an welchem Tag, ist, dass du überhaupt dran bleibst. Bei den allermeisten Leuten reißt es ein mit dem Üben nach einer Weile. Dann kommt auch kein Erfolgserlebnis und dann hören sie wieder auf. Du brauchst extrem viel Geduld, wenn du Gitarre lernen willst. Wie gesagt, nahezu jeden Tag üben, am besten wäre eine halbe Stunde. Und du darfst dabei nicht erwarten, dass sofort der große Erfolg sich einstellt. Es gibt vielleicht andere Fähigkeiten, wo man etwas lernt und dann bekommt man auch sofort das Resultat in dem Sinn, dass man es verstanden hat und anwenden kann. Bei der Gitarre ist es mehr wie beim Sport. Wenn du verstanden hast vom Ablauf der Bewegung, wie man Gewichte stemmt, kannst du die Gewichte trotzdem noch nicht stemmen, weil du noch nicht die Kraft hast. Und so ist es beim Gitarrespielen auch. Du brauchst sehr langen Atem, du musst einfach dranbleiben und es muss für dich akzeptabel sein, dass manche Dinge auch nach Monaten noch nicht funktionieren. Wichtig ist also, dass du einerseits Ziele hast, was willst du genau lernen, wie willst du spielen können, aber andererseits, das ist vielleicht noch der wichtigere Part, du musst den Prozess des Gitarreübens, Gitarre in die Hand nehmen, musst du genießen können. Es muss dir jedes Mal Spaß machen, wenn du dich hinsetzt mit deiner Gitarre. Weil wenn dir das keinen Spaß macht, wenn du nur sagst, ich muss, damit ich irgendwann das und das kann, aber der Weg dahin macht dir keinen Spaß, dann wirst du zwangsläufig wieder aufhören. Erfolg haben nur die Leute, denen das Gitarre in die Hand nehmen und üben an sich richtig Spaß macht jedes Mal. Und miss deine Fortschritte am besten nur einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr. Wenn du von Woche zu Woche guckst, was besser geworden ist, dann hast du oftmals keinen Fortschritt. Das gehört dazu. Es ist also eine unheimliche Geduldsübung, Gitarre lernen, aber es zahlt sich aus. Denn du hast dann was, was man nicht für Geld kaufen kann, was wenige Leute nur können und es macht einfach richtig Spaß, Gitarre spielen. Wenn du ein ungeduldiger Mensch bist, dann solltest du dir lieber ein anderes Hobby suchen. Das sage ich auch ganz ehrlich. Mit Ungeduld lernt man sowas nicht. Okay, wenn du jetzt sagst, das ist ja alles schön und gut, aber ich brauche doch etwas Unterstützung bei diesem Lernprozess, dann will ich dir auch hier an dieser Stelle noch kurz meinen Liedbegleitung für Einsteigerkurs erwähnen. Also ich habe einen Anfänger-Videokurs konzipiert, der über ein Jahr geht, wo man jede Woche ein Unterrichtsvideo von mir persönlich erhält, mit begleitenden Unterlagen, mit Übeplänen, wo genau drin steht, was an welchem Tag zu üben ist, für jede Woche ein neuer Plan. Also ziemlich genauer Leitfaden für die Leute, die sich das auch zutrauen, Gitarre im Grunde im Alleingang zu lernen, aber mit der kleinen Unterstützung eines professionellen, erfahrenen Gitarrenlehrers mit meiner Hilfe. Und das hat sich als ziemlich erfolgreicher Weg etabliert, die letzten 2 Jahre Gitarre zu lernen. Es haben also schon hunderte Leute damit geschafft. Und ich denke, auch du wirst es schaffen, wenn du die Geduld mitbringst und wenn du aufhörst, nach Abkürzungen zu suchen. Wie gesagt, es gibt keine Abkürzungen. Das kannst du dir sparen, die Energie. Wenn du mal wieder ein Video siehst, wo dir jemand einen geheimen Trick verrät, vergiss es, es gibt keinen. Es gibt keinen geheimen Trick, 50 Kilo abzunehmen. Da hilft auch nur, die Gewohnheiten zu ändern und ein Musikinstrument lernen. Ist genauso. Du musst es dir zur Gewohnheit machen, tagtäglich ein bisschen dazu zu lernen. Und dann ist das alles kein Geheimnis. Gitarre lernen kann jeder. Das war's zu diesem Thema schon. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit diesem Video. Dann gib mir doch bitte den Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Wenn du Lust hast auf weitere Videos von mir, dann abonniere auch meinen Kanal. Ich wünsche dir viel Erfolg. Nimm die Gitarre in die Hand und leg einfach los. Bis bald.